Ihr Lieben, ich grüße euch. Namaste, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zu einer neuen Legung. Ich möchte heute nochmal einen Blick in den Bereich Liebe und Partnerschaft, Liebe und Beziehung werfen. Wir sind ja in Beziehung zu vielen Menschen, vielen Situationen, auch in Beziehung zu uns selbst. Manchmal mehr oder weniger liebevoll. Und falls es jemanden in deinem Leben gibt, bei dem du gerne einmal schauen möchtest, wie steht dieser Mensch zu mir? Gibt es vielleicht etwas, was dieser Mensch über mich fühlt oder denkt, dessen ich mir aber so gar nicht bewusst bin, dann ist das hier heute dein Reading. Ich betone das deshalb so, ich habe es genau so gesagt, wie ich es auch gemeint habe. Einiger Dinge sind wir uns ja bewusst. Also wenn wir zum Beispiel in einem Streit sind, in einem Konflikt, dann sind wir uns meistens dessen bewusst. Wir sind uns auch oft bewusst, wenn es etwas gibt, das wir gesagt haben, was vielleicht nicht so angebracht war. Ja? Und auch der andere ist sich gewisser Dinge durchaus bewusst. Und dann gibt es aber noch die unbewusste Seite. Und all das möchten wir uns heute einmal anschauen. So, ist wieder ein neues Setting. Mein neues Stativ ist immer noch nicht da. jetzt probiere ich es aber mal so rum. Dann haben wir auch ein bisschen ruhigere Atmosphäre hier. Ein ganz stilles Bild, nur mit einer Kerze. Es wird drei Stapel zur Auswahl geben. Du kannst dir einen Stapel aussuchen oder du machst es so, dass du hingehst und sagst, okay, Stapel Nummer 1 steht für X, Stapel Nummer 2 steht für Y und Stapel Nummer 3 steht für Z. Ja? Also du kannst die Stapel verschiedenen Menschen zuordnen. Den Zeitstempel gibt es wie immer unten in der Box. Und wenn ihr einmal ein persönliches Reading von mir haben möchtet, sehr, sehr gerne. Schau einfach mal auf meiner Webseite, auch das verlinke ich dir unten in der Box. Okay, let's go! Ihr Lieben, wir wollen starten. Stapel Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wähle einen Stapel oder schau dir alles an, indem du jeden Stapel einer anderen Person zuordnest. Du entscheidest. Stapel Nummer 1. Die Fragestellung ist hier, wie zeigt er oder sie sich dir gegenüber? Okay, also was weißt du? Hier geht es um einen Abschied, weil ich sage das jetzt auch deshalb, weil dann könnt ihr schauen, geht diese Geschichte überhaupt mit mir in Resonanz? Ja, weil wenn hier etwas kommt, was überhaupt nicht auf eure aktuelle Lebenssituation zutrifft in Bezug auf diese Person, dann ist das nicht dein Stapel. Ja, also hör einmal, ob du hiermit in Resonanz gehst. Hier liegt eine Trennung, 8 der Kelche. Ein Abschied, man hat sich verabschiedet. Allerdings, und das muss ich dazu sagen, hier liegt kein Chaos. Hier liegt auch kein ja, Drama, ne? So im Sinne von, oh, es ist immer on, off, ja, nein, vielleicht, rein, raus, ich weiß nicht, wie ich stehe. Mal sagt er dies, mal sagt er das. Also das liegt hier nicht. Hier liegt ein geordneter Abschluss. Ja, so möchte ich das mal hier sagen. Hier sind die Dinge geklärt worden. Ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, man ist hier in Frieden auseinandergegangen. So weit würde ich hier tatsächlich fast gehen. Man hat die Dinge geklärt, man hat rausgefunden, okay, es funktioniert nicht. Wie zeigt er sich dir? Sehr geordnet. Er zeigt sich dir sehr aufgeräumt. Vielleicht sogar auch ein bisschen unbeteiligt an der einen oder anderen Stelle. Auch das könnte sein, dass du ihn nicht wirklich fühlst. Du siehst nicht wirklich, was in seinem Innersten abgeht. Und deshalb bist du wahrscheinlich auch hier. Ja? Weil du es eben nicht siehst im Außen und weil da ganz viele Fragezeichen sind. Ja? Er zeigt sich dir nur von hinten. So würde ich mal das Bild interpretieren. Bedeutet was? Bedeutet... ja, er zeigt dir nicht sein wahres Gesicht. Das ist hier gerade das Problem. Er wirkt sehr aufgeräumt, sehr abgeklärt. Er wirkt so, als ob alles okay ist. Ja, Probleme? Hier gibt es keine Probleme. So legt er sich hier rein, er oder sie. Ja, ich lese immer aus der Perspektive einer Frau. So, jetzt schauen wir aber mal hinter die Kulissen. Was geht denn wirklich ab bei ihm oder ihr? Was ist denn die Wahrheit? Ist er wirklich so aufgeräumt? Ist er wirklich so abgeklärt? Ist die Geschichte wirklich abgeschlossen? Oder liegt da vielleicht noch was ganz anderes? König der Münzen. Ihr beide seid auf Augenhöhe.
Und das ist vielleicht auch sogar das Problem. Ja, hier gab es einen Streit. Also dieser Mensch ist noch, der Streit ist abgeschlossen. Ich kriege hier nochmal den Hinweis auf einen abgeschlossenen Streit, ein abgeschlossener Konflikt. Ja, da war was und vielleicht war das auch heftig, aber das ist jetzt vorbei. Und ich glaube, dieser Mensch möchte da auch einen Schlussstrich ziehen. Und ich würde auch sagen, ja, er hat einen Schlussstrich gezogen. Ja, hat er. Das ist durch. Die Geschichte ist durch. Die ist vorbei. Die ist abgeschlossen. Man möchte nicht mehr in diesen alten Energien sein. Und wie sagt man, vielleicht auch so ein bisschen, da ist jetzt Gras über die Sache gewachsen. Oder das ist das große Ziel. Das Ziel ist, dass man hier wirklich jetzt Gras über die Sache wachsen lässt. Gibt es denn Gefühle? Gibt es irgendeine Form von Gefühlen? Romantisch oder auch nicht? Also Gefühle, ich will ganz ehrlich sein, sehe ich hier nicht mehr. Ihr wisst, ich lese es so, wie ich sehe. Es macht immer viel mehr Spaß, wenn man hier ein Reading hat, bei dem man noch hoffen darf, ja, bei dem ganz viel Potenzial zu sehen ist und so weiter und so fort. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Aber, und das ist jetzt eben auch ein Teil der Wahrheit, ich drehe mal gerade das Bild ein bisschen, es gibt auch Beziehungen, wo wirklich nichts mehr geht. Und ich glaube, dass das hier, Stapel Nummer 1, ob dir das jetzt gefällt oder nicht gefällt, ich sage nicht, dass du schon so weit bist, aber von seitens dieser Person sehe ich nicht mehr den Wunsch, hier nochmal in einen Neustart reinzugehen. So sage ich es jetzt mal. Die Sache ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist einfach hier abgeschlossen. Ja, Stapel Nummer 1. Deine Person ist weitergezogen. Deine Person hat auch ihre Narben vielleicht von dieser Geschichte abbekommen, ihre Wunden, ihre blauen Flecken. Also ich sage nicht, dass diese Person, dass du dieser Person total egal bist, aber diese Person ist einfach weitergezogen. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist, sie ist weitergezogen. Vielleicht gibt es auch schon wieder eine neue Partnerin, vielleicht ist man jetzt wieder unterwegs am Flirten. Ja, Gefühle, ich habe ganz klar gefragt, gibt es hier romantische Gefühle? Und hier sieht es leider, Stapel Nummer 1, aber ich möchte hier auch offen und ehrlich sein, sieht leider nicht so aus, als ob es hier noch romantische Gefühle gibt. Ja, man möchte hier einen kompletten Neuanfang. Sei es jetzt mit dir oder einer anderen Frau, man ist bereit für was Neues, okay? Das Alte ist passé, das ist abgeschlossen, das ist vorbei, basta, finito. Okay? Ja, und so legt sich das hier rein. Jetzt schauen wir mal. Du und er, du und sie, je nachdem. Was ist hier die Prognose für die Zukunft, die nächste Zukunft? Was heißt die nächste Zukunft? Das ist ja ein zeitloses Reading. Wann immer es dich findet, hält es eine Botschaft für dich. Die nächste Zukunft, ja, 3 Wochen, 3 Monate, was passiert da zwischen dir und ihm oder ihr? Rund um Erneuerung. Ja, ich sehe hier nochmal die Kommunikation. Also es ist wirklich, es ist ein gemischtes Blatt. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Es kann sein, bei einigen von euch, dass man hier nochmal komplett von neuem anfangen möchte, mit euch, und dass es hier auch demnächst wieder Kommunikation geben wird. Ja, Nachrichten, Austausch. Es kann aber auch sein, dass hier wirklich angezeigt wird, dass eine komplette Erneuerung stattfinden muss. Ja, gut, ich habe ja gefragt nach euch beiden speziell. Ich lege nochmal eine Klärungskarte drauf. Ja, du musst hier nichts machen. Beobachte. Halte die Füße still. Einfach nur beobachten. Aus der Ferne beobachten, mit sicherem Abstand sozusagen. Weil hier ist auch ein bisschen eure Energie jetzt gefragt. Natürlich ist es jetzt ganz leicht zu sagen, oh ja, das ist mein Stapel und ich sehe hier den Neuanfang. Ich sehe hier die Kommunikation, ja, und ich sehe hier die Rundumerneuerung. Ast der Stäbe ist gefallen, ja, das ist für mich, das sind alles nur gute Karten. Ganz so ist es nicht. Ja, ganz so ist es nicht. Also wir haben nicht nur gute Karten. Gute Karten, die hier auf einen Neuanfang zeigen oder hindeuten. Ja, gute Karten im Sinne von,
man kann hier nochmal neu anfangen, komplett neu, das ist hier möglich. Und dann muss man aber eben auch so offen und so ehrlich sein und gucken, bringt es nochmal was? Ja, also nicht hingehen und sagen, das bringt auf jeden Fall nochmal was, sondern einfach nur offen sein und fragen, okay, ich schau mal, ob das nochmal Sinn macht. Versteht ihr, das ist ein Unterschied. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied, oder das ist eben auch das Mysterium des Lebens. Ja? Manchmal sagt uns die geistige Welt auch gar nicht alles. Ja? Manchmal liegt so eine Art Schleier davor, weil wir gar nicht jetzt schon wissen sollen, ja, oder auch müssen, was in einem Jahr ist oder was in einem halben Jahr ist. Jetzt für dich ist wichtig, leb dein Leben, ja, konzentriere dich auf dich, zieh dein Ding durch. Wisse, dass hier etwas Altes wirklich abgeschlossen ist. Also nochmal da weitermachen, wo man aufgehört hat. Das bringt hier gar nichts. Also wirklich gar nichts. Wenn, dann muss man wirklich nochmal komplett neu anfangen. Wenn überhaupt. Ja. Gibt es noch etwas, was die geistige Welt dir jetzt sagen möchte in Bezug auf diese Beziehung? Stapel Nummer 1. Ja, abwarten. Abwarten und Tee trinken. Das, was ich vorhin schon gesagt habe. Zieh dich zurück und schau dir das alles mal aus sicherem Abstand an. Jetzt nicht falsch interpretieren, nur weil es sich irgendwie schöner anfühlt jetzt im Moment, sondern abwarten. Und dann wird es sich in der Zukunft zeigen. Ist er bereit? Hat er sich verändert? Hat sich die Energie verändert? Bringt es überhaupt nochmal was? Ja, das ist, was ich hier für Stapel Nummer 1 sehe. Also nicht durchdrehen, sich nicht in irgendwelchen Wunschwelten verlieren, ja, nicht versuchen, die Dinge irgendwie passend zu machen, obwohl es hinten und vorne nicht passt, sondern realistisch sein. Realistisch sein und einfach mal abwarten. Es kommt. Was kommt, verrät die geistige Welt hier nicht, aber es kommt. Etwas Neues kommt. Das können Nachrichten sein, das kann der Wunsch nach Wiederaufnahme der Beziehung sein. Das kann aber auch sein, dass hier ganz Neues in dein Leben kommt. Ja? Okay, dann kommen wir zum zweiten Stapel. Stapel Nummer 2. Wenn du dich für den zweiten Stapel hier entschieden hast, ja, was denkt er, was fühlt er, Wunschpartner, Orakel, deine Situation, deine Person, was ist gerade so die aktuelle Energie, die du auch weißt? Okay, hier liegt der Stern, es scheint also eine karmische Beziehung zu sein. Ich würde sagen, deine Person legt sich dir gegenüber recht freundlich rein, zuvorkommend. Ich sehe hier jetzt erstmal nichts Negatives. Warte mal. Ja, also er oder sie legt sich hier offen rein, sehr offen, aber auch abwartend. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er dir jetzt gerade hinterherläuft, so nach dem Motto Lovebombing. Ja, du kriegst hier eine Nachricht nach der anderen. Ja, er lädt dich zum Essen ein, in Urlaub, er kauft dir irgendwie Kaviar, Champagner und Pelze. Gut, wollen wir auch gar nicht haben, nichts davon. Ja, aber Spaß beiseite. Offen ja, aber auch auf eine gewisse Art und Weise abwartend. Also es ist auch ein bisschen so ein Mensch, der Optionen hat. Es ist nicht so, dass du jetzt die einzige Frau der Welt für ihn bist. Und ich meine das gar nicht böse, sondern ich meine es eher so, dass das hier ein Mensch zu sein scheint, dem geht es grundsätzlich erstmal gut. Ja, dem geht es gut. Der hat einen Job, der hat ein Haus, der hat vielleicht auch schon mal eine Familie gehabt, eventuell Kinder. Ja, der steht gut da. Der hat Angebote, Möglichkeiten, Optionen. Und das weiß er auch. Nichtsdestotrotz, ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieser Mensch demnächst auf dich zukommt. Ich sehe hier so eine leichte Vorwärtsbewegung in deine Richtung. Und wahrscheinlich ist das etwas, was du auch gerade spürst. Und du bist jetzt hier, um zu schauen, ob das Fantasie ist oder ob das wirklich so ist. Deshalb auch der Stern. Ne? Der Stern ist ja auch so Intuition, das höhere Selbst, die innere Stimme. Ja, ich spüre da was. Ich habe so das Gefühl, da geht was. Da passiert bald etwas. Ich weiß nicht was, keine Ahnung, aber irgendwie spüre ich, oh, da ist irgendwie gerade was so, ne, da baut sich was auf.
Und die Karten bestätigen dir das. Ja, die Karten bestätigen dir das. Da baut sich was auf. Und es könnte sehr gut sein, dass er demnächst auf dich zukommt. Ich will jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit nur zwei Karten. Deshalb, wir schauen mal. Was geht hinter den Kulissen ab? Was fühlt er? Das eine ist, was er zeigt, und das andere ist ja, was er fühlt. Sechs der Münzen, der Magier. Ja. Ja, Ritter der Kelche, ganz genau. Also, es ist so. Er plant etwas in deine Richtung. Er ist dir wohlgesonnen, jetzt mal so ganz grundsätzlich. Er ist dir wohlgesonnen, er mag dich. Ja, Königin der Kelche. Das heißt, er sieht in dir eine sehr liebevolle, warmherzige, gefühlige Frau. Du bist sehr sensibel, wahrscheinlich auch spirituell, und er weiß es. Dir geht's auch gut. Ne? Es ist nicht so, dass es dir schlechter geht als ihm. Ja, du hast eventuell auch deine Optionen, deine Möglichkeiten. Aber er weiß auch, dass du noch Gefühle für ihn hast. Das weiß er schon. Er ist nicht doof. Ja, er weiß, dass du Gefühle für ihn hast. Vielleicht hast du es ihm ja auch gesagt oder hast etwas gemacht, was sehr eindeutig ist. Ja? Es gibt ja Dinge, wenn man die macht, ja gut, dann weiß der andere eben einfach, oha, alles klar, sie fühlt was. Hier liegt die Möglichkeit von einem Anfang. Der Magier, Karte Nummer 1, etwas Neues beginnen, aufeinander zugehen, sechs der Münzen, ja, Barmherzigkeit, sich wohlgesonnen sein. Ja, und hier kommt, es liegt ganz an dir. Die Karte ist allerdings auf den Kopf gefallen. Ja, es liegt nicht ganz in deiner Hand, würde ich sagen. Einiges schon, aber eben nicht alles. It takes two to tango, höre ich jetzt gerade. Vielleicht bist du gerade dabei am Überlegen, ob du einen Schritt machen sollst. Da würde ich eher sagen, nein, tu es nicht. Das wäre jetzt so meine Empfehlung. Weil es eben nicht nur an dir liegt. Genau, und hier kommt auch der Kompromiss. It takes two to tango. Ob das hier nochmal was wird oder nicht, liegt eben nicht nur an dir. Du bist vielleicht bereit. Du hast noch Gefühle, deshalb bist du auch hier. Ja, und hörst zu, guckst zu. Aber es liegt eben auch daran, wie er zu der ganzen Nummer steht. Und ich sagte ja bereits, ja, er ist dir wohlgesonnen. Das auf jeden Fall. Es braucht aber noch ein bisschen Langmut. Langmut ist ein altes Wort für Geduld. Es braucht noch ein bisschen Geduld. Aber es wird. Also der Leopard ist schon im Fullsprint, im Sprung. Und da ist das Ziel. Also es wird, da kommt was. Ja, so sehe ich das. Und ich sehe hier auch, Bottom of the Deck ist die Flaschenpost gekommen, das heißt Kommunikation. Wie ich bereits sagte, es kann sehr, sehr gut sein, dass er gerade dabei ist zu überlegen, was ist der nächste Schritt, was kann ich machen, um auf sie zuzugehen und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gefällt mir gut. Wir wollen noch mal tiefer in die Gefühle gehen. Es kann ja ein Liebesreading sein für die einen von euch, für die anderen geht es hier vielleicht eher um den besten Freund, den Bruder, mit dem man lange keinen Kontakt mehr hatte, oder. Also es muss nicht immer zwangsläufig Liebe sein. Lass Kontrollthemen los. Hier entsteht etwas Neues. Und ich glaube nicht, wie gesagt, nochmal, es liegt hier nicht nur an dir. Der andere ist jetzt dran. Ich sehe, dass hier ganz tief verborgen, also hier sind viele Karten gefallen, bevor diese Karte sich zeigen wollte. Ganz tief verborgen ist da auch eine Leidenschaft zu spüren. Vielleicht brennt ihr beide für die gleiche Sache. Ja, vielleicht seid ihr beide leidenschaftliche Tänzer oder was auch immer, Peter-Aktivisten. Ihr habt eine gemeinsame Leidenschaft, und ich sehe auch einen Hinweis, einen leichten Hinweis, dass er auch eine gewisse Leidenschaft in deine Richtung verspürt. Ja. Das hat aber lange gedauert, bis die Karten gefallen sind. Das heißt, kann sogar sein, dass es ihm selbst noch gar nicht bewusst ist. Und das gibt es. Das hört sich komisch an, aber das gibt es. Bottom of the deck. Es ist des Wartens wert. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Wartet ab, ihr Lieben. Haltet die Füße flach. Lass den anderen mal seine eigenen Gefühle entdecken. Der weiß es vielleicht selbst noch gar nicht, ja, dass da auch
Ja, vielleicht sogar mehr geht, ne? Je nachdem, wie gesagt. Es muss ja nicht unbedingt jetzt ein Love-Reading sein für euch. Aber für diejenigen, wo es um die Liebe geht, es kann sein, dass der andere seine eigenen Gefühle selbst noch gar nicht so richtig sortiert hat und verstanden hat. Und deshalb, er braucht noch ein bisschen. Habt Geduld. Aber da ist schon einiges ins Laufen gekommen und das ist die gute Nachricht. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ja, die Möglichkeit für einen Anfang, ja, liegt hier definitiv da. Da entsteht etwas Schönes. So empfinde ich das. So, ihr Lieben, ich hoffe, das hat so ein bisschen geholfen. Ihr konntet damit was anfangen. Dann bedanke ich mich und mache weiter mit Stapel Nummer 3. Stapel Nummer 3. Was denkt er, was fühlt er? Was ist gerade Stand der Dinge? Wie zeigt er sich dir im Moment? Das Gewicht. Spannend. Wie zeigt er sich dir gerade? Also da brauche ich eine zweite Karte. Stapel Nummer 3. Wie zeigt er sich dir gerade im Außen? Als Einzelgänger, so ein bisschen mit Abstand von oben herab. Das Erste, was bei mir reingekommen ist, war von oben herab. Als Einzelgänger Abstand sehe ich. Kann ja auch ein zeitlicher Abstand sein. Vielleicht gab es hier sehr, sehr lange keinen Kontakt mehr, aber du denkst immer noch daran. Vielleicht wohnt ihr auch sehr weit weg voneinander. Vielleicht ist er wesentlich älter als du. Und er zeigt sich hier auch, ja, nochmal, ohne Aktion. Da kommt gerade von ihm gar nichts. Er ist am Überlegen. Zwei der Stäbe ist immer so die Karte der Entscheidung. Man hat eventuell auch noch eine andere Option. Ja, ich meine, gut, Klassik wäre jetzt so das Szenario, er ist verheiratet, hat, was weiß ich, zwei Kinder, Familienhaus, ne? Alles so Standard, Schema F, 0815, weil das gibt es tausend, hunderttausend Mal da draußen. Verheiratet, zwei Kinder. Geh mal auf eine Online-Börse, auf eine Online-Dating-Börse. 90% der Menschen, die da sind, sind verheiratet gewesen und haben zwei Kinder. Ja, also sind jetzt nicht mehr verheiratet, sondern getrennt lebend oder geschieden. Also das ist ja so der Standard-Lebenslauf, ja, von uns hier in der westlichen Welt zumindest. Und nicht nur in der westlichen Welt. Der Wunsch nach Liebe, nach Bindung, nach Heirat, nach Kindern, den haben viele Menschen, alle Menschen wahrscheinlich sogar. Bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und es könnte jetzt sein, dass er gerade dabei im Überlegen ist, ob er all das, aber da steckt ja auch ein Lebenswunsch dahinter, ne? Ob er all das jetzt für dich aufgeben soll. Sowas in der Art kriege ich hier rein. Das ist so die äußere Situation. Wenn du dich hier wiedererkennst, dann ist das dein Stapel. Wenn du dich hier überhaupt nicht wiedererkennst, dann ist das hier nicht dein Stapel. Jetzt gehen wir mal in die Innenwelt. Was fühlt er denn? Das eine ist ja, wie jemand sich im Außen zeigt oder auch nicht zeigt. Und das andere ist, was steckt denn dahinter? Was sind seine tiefsten Gedanken und Gefühle dir gegenüber? Es geht jetzt um dich, um ihn und dich. Er weiß nicht, was er machen soll, aber er mag dich. Das kriege ich hier rein. Er mag dich, du machst ihm gute Gefühle. Vielleicht habt ihr auch eine gemeinsame Vergangenheit und an die denkt er sehr gerne. Er hat nur leider im Moment überhaupt keine Ahnung, was er machen soll. Deshalb macht er jetzt gerade gar nichts. Ich sehe eine gewisse Leidenschaftlichkeit hier im Hintergrund. Schauen wir mal tiefer rein. Also hinter der Fassade hat er sehr schöne positive Gedanken an dich. Jetzt erstmal. Ja, wir haben gerade erst angefangen zu gucken, aber so legt sich's hier rein. Ja, ich glaube, dieser Mann ist verheiratet. Zumindest war er's. Und er muss das erstmal klären. Diese Geschichte da mit seiner Ehe. Wird er aber auch. Da wird bald was passieren. In Bezug auf die Ehe oder eben in Bezug auf dich. Und das, was in Bezug auf dich passiert, hat ja irgendwo auch was mit seiner Ehe zu tun. Ja?
Solche Dreiecksgeschichten, solche heimlichen Affären, ja, da kann man jetzt moralisch, kann man da jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Fakt ist, jetzt mal rein sachlich, vom Sachverhalt her betrachtet, sowas passiert, sowas gibt es. Mehr als genug da draußen in der Welt, ja, es ist einfach mal so. Wie man da jetzt moralisch, ethisch zusteht, ja, das mag unterschiedlich sein bei jedem von euch. Ich glaube, dass dieser Mann oder dieser Mensch, ja, weil wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob das jetzt Mann oder Frau ist, erstmal seine eigenen Dinge klären muss. Das ist hier wirklich sehr präsent zu sehen. Er muss erstmal selber wissen, was er will. Und ich glaube, dieser Mensch ist auch nicht so ganz in der Selbstliebe oder vielleicht auch grundsätzlich Angst vor Gefühlen. Ja. Ich sehe aber, wie gesagt, eine gewisse Anziehungskraft in deine Richtung sehe ich. Das ist so. Auch wenn er das vielleicht selber gar nicht gerne hat. Ja. Aber eine gewisse Anziehung, der kann er sich nicht verwehren. Wenn er ehrlich ist, muss er zugeben, dass er an dich denkt und dass du ihm auch gefällst. Ja. Ja, hier kommt das Ja. Mhm. Und er weiß, dass er was machen muss. Er weiß, dass der Ball auf seiner Seite liegt. Das weiß er. Er will auch aktiv werden. Ja, er will. Er will was machen, er weiß nur nicht was. Und das hatten wir ja schon hier ganz am Anfang. Erinnert ihr euch? Vier der Kelche auf dem Kopf. Er will eigentlich was machen, er weiß nur nicht was. Das ist sein Problem gerade. Ja? Aber der wird eine Lösung finden. König der Stäbe, das ist ein Macher. Der wird eine Idee haben. Der wird jetzt noch ein bisschen abwarten und dann wird er kommen. Definitiv. Der ist nicht doof. Der König der Stäbe ist ein Macher. Definitiv ein Macher. Und vor allem ist es ein König. Ja. Ja. Dieser Mann braucht noch einen Moment. Der braucht einfach noch ein bisschen. Aber er wird nach einer Lösung suchen. Er wird die nötigen Schritte gehen. Und wenn es noch so schmerzhaft ist, sei es jetzt für dich oder für ihn? Das ist jetzt die Frage. Ne? Für dich schmerzhaft in dem Moment, wo er sich für seine Ehe entscheidet? Weil auch das kann ja passieren. Ja, er weiß, dass das hier schicksalhaft ist und dass das nicht irgendeine Entscheidung ist, sondern eine wichtige, eine große Entscheidung, die mehrere Menschen beeinflussen wird. So oder so. Ja? Oder ob er sich jetzt eben für dich entscheidet, dass, wie gesagt, ne, es kann so oder so sein. Bei solchen Dreiecksgeschichten, wo vielleicht auch Kinder im Spiel sind, finanzielle Befindlichkeiten, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Wie viele Menschen sind nur noch wegen den Kindern oder wegen den Finanzen miteinander zusammen? Ja, das ist irre. Das ist eigentlich traurig. Ne? Es mag verständlich sein und trotzdem ist es ja traurig. Ja? Und er weiß, dass das hier mehrere Menschen beeinflusst und deshalb braucht er noch einen Moment. Aber er wird eine Entscheidung treffen. Er wird eine Entscheidung treffen. Schauen wir uns mal das Potenzial an. Das Potenzial von euch beiden. Wie geht's weiter? Die nächsten 3 Wochen, 3 Monate. Mal so ganz grob. Wie geht's weiter? Was ist die Tendenz? Ja, er wird eine Entscheidung treffen, König der Schwerter, sag ich ja. Er wird eine Entscheidung treffen. Es wird ein bisschen dauern. Ich würde eher sagen 3 Monate als 3 Wochen. Darauf kannst du dich einstellen. Warum sage ich das? Weil die Karte auf den Kopf gefallen ist. Also er ist im Moment einfach noch in Gedanken. Er braucht noch ein bisschen. Warum braucht er so lange? Weil es eben eine wichtige Entscheidung ist und weil es hier nicht nur um dich geht oder um ihn, sondern hier sind noch andere Menschen betroffen, Kinder eventuell. Und das ist nun mal wichtig. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ja? Aber er wird eine Entscheidung treffen. Innerhalb der nächsten 3 Monate wird hier eine Entscheidung getroffen. Königin der Münzen, ja, das kannst jetzt du sein oder eben die andere Person. Man hat hier sehr viele Optionen, viele Gedanken gerade. Dieser Mann macht sich wahnsinnig viele Gedanken und man wird sich aber hier, oh, tot. Ja, hier wird sich entschieden werden,
Für einen Neuanfang. Das sehe ich hier, eine totale Metamorphose, weil der Tod steht ja für die absolute Transformation. Ja, absolute Metamorphose. Und zusammen mit Ast der Stäbe Neuanfang. Ja, sich entscheiden fürs Leben. Gefällt mir. Also hier ist noch Potenzial, auf jeden Fall. Abwarten, Füße aber flach halten, nicht durchdrehen jetzt. Ja, nicht sagen, oh, den Mann habe ich in der Tasche, der kommt so oder so zu mir zurück, ob er will oder nicht. Nein, so sieht es nicht aus. Aber die Chance ist da, die Möglichkeit ist da, dass er sich vielleicht sogar das erste Mal in seinem Leben oder das erste Mal seit sehr langem, ja, wirklich für einen neuen Weg entscheidet. Wir wählen alle immer erstmal das Gewohnte, das Bekannte. Das ist so, ja. Wenn du bei deinem Lieblingsitaliener bist und du trinkst, gehst da seit 20 Jahren hin und du trinkst immer als Aperitif zunächst ein Gläschen Champagner oder einen Aperol Spritz, dann ist die Chance sehr, sehr, sehr groß, dass wenn du jetzt morgen wieder dahin gehst, du wieder dieses Getränk wählen wirst. Ja? Manchmal, ja, da lässt man sich auch mal überreden, so, ach, wissen Sie was, probieren Sie doch heute mal einen Gin Tonic. Ja, oh, ich weiß nicht, soll ich wirklich? Eigentlich trinke ich ja immer Sekt. Aber naja, gut, okay, einmal mache ich's. Ja, manchmal entscheidet man sich auch für das Unbekannte. Aber am allerliebsten, beobachtet euch mal, wie ihr einkaufen geht, wo ihr einkaufen geht und so weiter und so fort. Wie ihr einkaufen geht. Seid ihr eher Hamster oder geht ihr jeden Tag und kauft nur ein bisschen was? Also, wir entscheiden uns immer erstmal für das Gewohnte, aber manchmal im Leben sind wir mutig und versuchen etwas ganz, ganz anderes, etwas ganz, ganz Neues. Und das passiert, das kommt vor, das kommt selten vor. Und das sind dann meistens auch wirklich, ja, das können, sind nicht meistens, das ist falsch, aber das können eben manchmal wirklich große, große, große Veränderung sein, auf die wir uns dann da einlassen, ja, und mit denen wir uns teilweise auch selbst überraschen. Jetzt habe ich schon wirklich viel gelegt hier für Stapel Nummer 3. Eine letzte Karte noch. Welche Karte möchte jetzt noch gesehen werden? Letzte Karte für dieses Orakel und auch für diesen Stapel. Stapel Nummer 3. Eine Karte möchte noch kommen. Was möchte jetzt noch gesehen werden? Ja, er muss erstmal seinen eigenen Shit together kriegen. Dieser Mann muss jetzt erstmal seine eigene Familie heilen, sich klar werden, was er da will. Und das dauert noch seine Zeit, ihr Lieben. Das dauert noch, okay? Aber, bottom of the deck, du hast Grund, optimistisch zu sein. Bleib im Vertrauen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich drücke euch, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Namaste, bis zum nächsten Mal.